Schön, dass ihr alle da seid. Zum zweiten Mal. Wir haben Sat-Demo in Münster. Wir setzen uns für eine bäuerliche, sozial-ökologische Landwirtschaft ein. Für Klima-, Tier- und Artenschutz. Wir sind laut! Wir sind hier! Gerechtigkeit für Mensch und Tier! Wir sind laut! Euch heute zusammen mit? Ich bin Mette und wir beide machen heute zusammen die Moderation. Ich bin jetzt ein paar Mal rumgelaufen und ganz viele Menschen haben gesagt, es schmeckt so lecker. Und ich wollte euch den Koch verraten. Das ist Anton. Anton, wo bist du jetzt? Komm doch mal kurz. Ja, warte. Ich frag dich was. Also, es ist nicht das erste Mal, dass Anton uns bekocht und es sind gerettete Lebensmittel. Aber das ist jetzt nicht so mein Gewerk, deswegen würde ich dich bitten, kurz das zu erzählen, wie du das machst. Gerne. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, anders als alle anderen, die hier oben standen. Aber ich versuche trotzdem mal so ein bisschen zu erklären, worum es geht. Grundsätzlich, das haben wir heute schon oft gehört, haben wir natürlich ein Problem damit, wie Lebensmittel produziert werden. Aber, und das gehört eben auch dazu, es werden einfach auch ein ganz großer Teil der Lebensmittel, die produziert wurden, überhaupt nie gegessen. Über ein Drittel, je nach Studie, kommt man da so auf 35-40% der Lebensmittel, die produziert werden, landen im Müll. So, mit aller Energie, die da reingeht, die zu produzieren, mit, ja, allem, was dazugehört, ne? Allem Tierleid, es ist auch Fleisch, was im Müll landet und so weiter. Und genau, ein Teil zu einer nachhaltigen Ernährung gehört eben, dass wir weniger wegschmeißen. Das ist sowohl an Haushalten und an dieser Stelle Appell an alle, achtet darauf, dass ihr eben in den Haushalten mal guckt, wie viel tatsächlich im Müll landet. Meistens denkt man so, ich schmeiß gar nichts weg. Und wenn man dann einfach mal eine Woche lang aufschreibt, was man vielleicht doch über hat, stellen, würde ich sagen, die meisten Leute fest, mir ging es auf jeden Fall so, dass es doch überraschend viel ist, was man wegschmeißt. Aber es geht eben nicht nur in den Haushalten was verloren, sondern eben auch überall davor, sei es in der Produktion oder eben auch in Supermärkten. Und das ist eine Stelle, wo Foodsharing, also eine Organisation, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, sowohl in Münster, aber eben auch deutschlandweit und auch ein bisschen darüber hinaus, wo wir eben unter anderem Kooperationen mit genau diesen Lebensmittelbetrieben haben, wo wir dann zu diesen Betrieben hingehen und all die Lebensmittel, die die aussortiert haben, von denen sie sagen, die verkaufen wir nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Diese Lebensmittel gucken wir durch und schmeißen dann nur das tatsächlich in den Müll, was schlecht ist, was häufig ein ganz kleiner Teil ist. Meistens nehmen wir vielleicht 80% von dem mit, was da aussortiert wurde, weil es eigentlich noch essbar ist. Aus den verschiedensten Gründen. Sei es, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder weil halt irgendein Stückchen Obst oder Gemüse eine Druckstelle hat. Weil die Pappumverpackung eingerissen ist oder weil vielleicht die Müsli-Packung, wo irgendwie ein Branding für irgendeinen Kinofilm drauf war, der Kinofilm jetzt halt nicht mehr im Kino ist und dann kann man das ja so nicht mehr verkaufen. Oder es ist nicht mehr Weihnachten und es gibt noch Weihnachtsmänner und so weiter. Das heißt, all diese Lebensmittel holen wir dann ab und sehen dann eben zu, dass sie gegessen werden. Jetzt heute beispielsweise von euch, also insofern haut sehr gerne rein, es ist sehr viel und ich will es eigentlich nicht wieder mit nach Hause nehmen. das sind jetzt in diesem Fall zwei Aufstriche. Einer ist hier vorne aus Bohnen und Paprika und der andere vor allem aus Kartoffeln und Linsen. Ich weiß nicht so genau, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ansonsten frag mich gerne. Gerne die Rezepte. Herzlichen Dank. Also die Rezepte macht er dann privat, oder? Vielen, vielen, vielen Dank, dass du das machst. Danke.